Berlin, 12. August 1961. Noch ist alles ganz normal. Die Menschen gehen vom Ostteil der Stadt in den Westen, sie gehen einkaufen, sie gehen ins Kino, in die Disco oder einfach zum Arbeiten. Am nächsten Morgen ist aber alles anders. Die DDR-Regierung riegelt den Ostteil der Stadt komplett ab. Sie beginnt mit dem Bau einer Mauer. Eine Mauer, die ab dann mehr als 28 Jahre lang die Menschen vom Osten von den Menschen im Westen trennt. Das wohl berühmteste Bauwerk der DDR kommt am Ende dabei heraus. Und um dieses Bauwerk geht es jetzt. Wir starten zu Beginn der 1960er Jahre und zwar in Berlin. Eine Stadt, die, wenn man so will, viergeteilt ist. In vier Sektoren, in die haben sie die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkriegs unterteilt. Da gibt es einen amerikanischen Sektor, einen britischen Sektor, einen französischen Sektor und einen sowjetischen Sektor. Mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR, ist die Stadt zweigeteilt faktisch, denn es gibt den sowjetischen Sektor und dann gibt es die westliche Zone mit den drei westlichen Sektoren. Noch können die Menschen ganz einfach vom westlichen Teil der Stadt in den östlichen, aber für die DDR-Regierung und für die Sowjets wird das immer mehr zum Problem. Denn auch wenn die Regierung der DDR sagt, bei uns ist alles so gut, hier haben die Menschen alles, was sie brauchen, flüchten immer mehr Menschen vom Osten in den Westen und auch von Ost nach West-Berlin. Zehntausende sind es jeden Monat und darunter vor allem sehr viele sehr gut ausgebildete junge Leute. Die DDR droht auszubluten. Es ist mitten im Kalten Krieg natürlich überhaupt kein gutes Zeichen, wenn die Menschen reihenweise vom Sozialismus quasi zum Kapitalismus überlaufen. Und deshalb versucht Staatschef Walter Ulbricht gegenzusteuern. Er wird in Moskau beim großen Bruder der Sowjetunion vorstellig und sagt, wir müssen etwas unternehmen. Monatelang wird verhandelt, bis es schließlich eine Lösung gibt. Und diese Lösung ist eine Lösung, die Walter Ulbricht sich schon monatelang überlegt hat. Obwohl er noch im Juni 1961 seinen berühmten Satz sagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, hat er in Wirklichkeit genau das vor. Am 6. August 1961 fällt schließlich in Moskau die Entscheidung. Ja, es soll eine Mauer geben. Am 12. August 1961 weiht Walter Ulbricht schließlich seine Partei und Regierungsgenossen ein. Auf seiner Datscha gibt es eine Sommerparty. Das ist nichts Ungewöhnliches, er schmeißt öfters Partys, aber in diesem Fall sind sehr viele sehr wichtige Leute anwesend. Viele Minister aus dem Politbüro, die führenden Leute und auch Erich Honecker ist dabei, außerdem der Bürgermeister von Ost-Berlin. Kurz nach dem Abendessen weiht Walter Ulbricht seine Gäste ein. Er sagt, ich plane die Operation Rose. Eine Operation, die vorsieht, eine Mauer in Berlin zu errichten. Er lässt darüber abstimmen, noch bei dieser Party. Es gibt keine Gegenstimme und damit ist der Weg frei. Erich Honecker bekommt das Go, denn Erich Honecker ist der Beauftragte für den Bau dieser Mauer. Er war der Einzige, der vorher eingeweiht wurde und jetzt nimmt alles seinen Lauf. Kurz vor Mitternacht gibt Erich Honecker den Startschuss zur Absicherung der Grenze. Und alles läuft wie am Schnürchen. U-Bahn-Verbindungen werden gekappt, S-Bahn-Verbindungen werden gekappt. Innerhalb weniger Stunden ist alles abgeriegelt, vom Osten in den Westen. Es gibt keinen Weg mehr von der einen Seite zur anderen und zurück auch nicht. Als die Berliner am 13. August 1961 wach werden, ist die Stadt geteilt. Sie werden quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Und die Grenze, die verläuft rigoros, teilweise durch Grundstücke, durch Friedhöfe. Und wenn die Gebäude im Osten sind, der Bürgersteig im Westen, dann werden die Fenster zugemauert, die Türen zugemauert, damit es da einfach kein Entkommen gibt. In vielen Teilen der Stadt sind die Mauern zuerst mal ziemlich provisorisch. Es gibt zum Teil auch nur Stacheldraht oder Zäune, aber mit der Zeit wird das alles ausgebaut. Und das geht auch ziemlich schnell, dieser Ausbau. Und weil das so schnell geht, versuchen einige Berliner noch in letzter Sekunde vom Osten in den Westen zu kommen. Die Bilder kennt ihr sicherlich. Menschen, die sich aus Häusern abseilen. Oder die alte Frau, die von der Westberliner Feuerwehr in einem Sprungtuch aufgefangen wird. Und natürlich auch der Grenzpolizist, der über einen Stacheldrahtzaun springt, um vom Osten in den Westen zu kommen.
Auf einer Gesamtlänge von 155 Kilometern rund um West-Berlin herum und 45 Kilometern innerhalb der Stadt entsteht die Mauer. 3,60 Meter hoch, jedes Element 3 Tonnen schwer. Da ist absolut kein Durchkommen. Auch wegen der vielen Wachtürme, Bunkeranlagen und viele mehr. Das wird alles mit der Zeit installiert. Ein 7 Meter breiter Postenweg, auf dem Grenzsoldaten patrouillieren. Natürlich auch mit Wachhunden. Es gibt Selbstschussanlagen und einige andere Dinge, die die Menschen davon abhalten sollen, von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Trotzdem versuchen es Menschen. Am 24. August 1961 gibt es den ersten Toten an der Mauer, den ersten, der erschossen wird. Günther Litfin heißt er. Und kurz davor stirbt eine Frau, die versucht, aus einem Fenster zu springen. Sie verunglückt bei diesem Versuch tödlich. Bei so etwas könnte man jetzt natürlich vermuten, da gibt es riesigen Protest aus dem Westen. Alle Politiker gehen auf die Barrikaden, vor allem in der Bundesrepublik. Ist aber gar nicht wirklich so. Der Einzige, der tatsächlich energisch protestiert gegen den Mauerbau, ist Berlins Bürgermeister, wohlgemerkt West-Berlins Bürgermeister, Willy Brandt. Alle anderen halten sich eher bedeckt und auch der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy reist erst 2 Jahre nach dem Mauerbau nach Berlin, wo er dann seine berühmten Worte spricht: Ich bin ein Berliner. Aber während die Mauer für die Menschen eine Zumutung ist, ist die für die DDR-Regierung ein Segen. Mit der Wirtschaft geht es langsam wieder bergauf, ganz logisch, es können ja keine Fachkräfte mehr abwandern. Walter Ulbricht lässt sich feiern. Und auch sein Nachfolger lässt sich feiern, der neue Staatschef Erich Honecker. Er war es ja, der diesen ganzen Einsatz geleitet hat. Und unter Erich Honecker gibt es langsam eine Annäherung zwischen Ost und West. Es dürfen jetzt auch Menschen vom Osten in den Westen, aber hauptsächlich Rentner, denn die sind ja unproduktiv in Anführungszeichen. Und da ist es nicht ganz so schlimm für die DDR, wenn die im Endeffekt im Westen bleiben. Erich Honecker verteidigt seine Mauer, seinen antifaschistischen Schutzwall, wie er ihn nennt, bis zuletzt. Selbst im Jahr 1989 sagt er noch, die Mauer wird 50 Jahre bestehen bleiben, sie wird auch noch 100 Jahre bestehen bleiben. Aber, wie ihr wahrscheinlich wisst, kommt es anders. Und wieder spielen berühmte Worte eine Rolle, nämlich die Worte des SED-Parteifunktionärs Günter Schabowski. Der sorgt bei einer Pressekonferenz unfreiwillig für die Öffnung der Grenzen von der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Über Nacht strömen Tausende, Zehntausende Menschen von der einen Seite auf die andere. Sie liegen sich in den Armen, sie sind glücklich und freuen sich darüber, dass sie endlich wieder Reisefreiheit haben. Oder was heißt wieder? Viele Menschen kannten das gar nicht, weil sie noch so jung gewesen sind. Das Interessante ist aber, trotz dieser Grenzöffnung und der legendären Worte von Schabowski am 9. November 1989 bleiben die Grenzkontrollen erstmal bestehen. Und zwar ein halbes Jahr lang noch. Es werden sogar die Stellen ausgebessert, die die sogenannten Mauerspechte in die Mauer geklopft haben. Erst nach 6 Monaten wird die Mauer abgerissen und die Grenzkontrollen eingestellt. Es entstehen 1,7 Millionen Tonnen Bauschutt. 6 Mauerabschnitte bleiben stehen als Mahnmal, als Erinnerung und der Rest, der kommt weg. Ja, und zum Teil auch für richtig viel Geld weg, denn die Mauerstücke, die werden verkauft, die werden überall in die Welt vertrieben, werden verhökert und einige machen dann richtig gutes Geschäft dabei. Durch diese Verkäufe haben am Ende tatsächlich noch Menschen profitiert von der Berliner Mauer. Aber alles in allem ist die Bilanz natürlich sehr, sehr bitter. Beim Versuch, die Grenze zu überqueren vom Osten in den Westen, sind mindestens 200 Menschen getötet worden. Genaue Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass es noch deutlich mehr gewesen sind. Was mich dazu jetzt mal interessieren würde, ist, was denkt ihr denn über die Berliner Mauer und über diese wirklich sehr, sehr heftige Sicherung der Grenze? Sagt ihr, naja, das war alternativlos, sonst wären irgendwann alle Menschen abgehauen aus der DDR? Oder sagt ihr nein, also es ist überhaupt keine Alternative, seine Bevölkerung, seine Bürger einzusperren? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und wenn ihr mehr wissen wollt zur DDR, dann empfehle ich euch ein Video über Erich Honecker. Das habe ich euch verlinkt, einfach oben auf das i klicken, dann kommt ihr hin. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt zu geschichtlichen Themen hier auf dem Kanal MDR Zeitreise2Go, dann abonniert den Kanal einfach. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.